So, Halli, hallo und willkommen zurück zu Tales of Symphonia, Let's Play und so. Und letztes Mal haben wir ganz vergessen, das fällt mir gerade auf, weil ich hier die Spanne ja wieder überspringen wollte, sodass wir gleich wieder am Tempel starten, fällt mir gerade auf, dass wir hier bei diesem Mann hier vergessen haben, den Pelz abzugeben, den wir doch gefunden haben, während wir in der Menschenfarm in Gefangenschaft waren. Also machen wir das mal. Hey, wir haben einen Pelz mitgebracht. Oh, danke, mein Kind. Okay, ich gebe dir das. Wir haben Weichleder erhalten. Wow. Das bringt uns wahrscheinlich nicht sonderlich viel, aber wir können es ja mal probieren, was es uns bringt. Ich bin ein Ausrüstungsschmied. Ich fertige einen neuen Harnisch aus dem Weichleder, den ich dir eben gegeben habe. Und dem Pelz, den du mitgebracht hast. Jo, cool. Dann, Hartleder. Und da Kratos sowieso nicht in unserem Team ist, können wir das ja direkt Lloyd geben. Jo, her damit. Es fehlt ein Item. Ah, ich hab das jetzt schon. Gibst du mir das? Ich muss nichts dafür bezahlen. Keine Sorge, ich möchte es nur anpassen. Auch wenn du stärkere Waffen und Harnische kaufst. Es gibt überall auf der Welt Leute wie mich, die leidenschaftlich gerne Ausrüstung anpassen. Wirf deine alten Waffen also nicht weg. Gib uns Anpassungsschmieden etwas zu tun. Abhängig davon, wer anpasst, wird das Ergebnis unterschiedlich sein. Du solltest also gut überlegen, bevor du anpassen lässt. Okay, verstanden. Ich danke dir. Ja, dann danken wir dir mal. Danke. Und der, keine Ursache. Jo, zieh mal den direkt mal an hier und ich würde sagen, ich widme mich dann gleich mal dem, was ich eigentlich tun wollte, nämlich die ganzen Spänne hier überspringen. Wir sehen uns gleich wieder im Feuertempel, denn diese ganze Dialoge anzuhören, wird euch wahrscheinlich sowieso nicht sonderlich gefallen. Bis gleich! So Leute, da sind wir auch schon wieder und wir sind direkt im Dungeon hier, da wo wir das letzte Mal auf die komische Kiste gestoßen sind, die von uns einfach mal keinen Schaden gefressen hat und uns umgelegt hat. Einfach so. Wie auch immer, wir fangen jetzt mal an, uns hier durchzukämpfen. Stirb, du komischer Phönix, du. Ist der. Haben die anderen schon. Ne, haben sie nicht. Hab mich gerade schon gewundert. Wir werden uns jetzt hier erstmal dem Tempel widmen. Und das Erneuerungsritual der Welt fortsetzen. Wow. Und dabei komische Gegner, die komisch aussehen, umbringen. Ja. Hooray! Ach, übrigens, was mir gerade auffällt. Mich hat das letzte Mal jemand darauf hingewiesen, dass ich diese gerade doch bitte Great nennen soll. Weil gerade einfach kein deutsches Wort ist, sondern englisches. Und ich frage mich selbst, wie ich auf die dumme Idee gekommen bin, das einfach gerade zu nennen. Vielleicht deshalb, weil diese Katzen da aus diesem Team, wenn man mit geraden bezahlt, beziehungsweise mit Great, dann sagen die immer grad in der Einzahl, also ohne E hinten dran. Daher habe ich wahrscheinlich nicht an Great gedacht im Englischen. Aber klar, das Ganze heißt natürlich Great, wird auch so ausgesprochen und bedeutet auf Deutsch Note. Das heißt, wenn wir da was Positives kriegen, dann steigert sich unsere Kampfnote, also die Bewertung, die das Spiel uns gibt fürs Kämpfen. Klingt doch logisch. So, was machen wir hier drin? Hey, dort steht eine Fackel. Hm. Hier stand einst eine Stadt, die durch Ifrits Höllenfeuer zerstört wurde. Versuch sie anzuzünden. Okay, zünd mal die Fackel an. Brandstifter hier. Eine Sekunde. Eine kleine Sekunde nach dieser Zwischensequenz. Denn irgendwas bringt meinen Rechner dazu, hier hin und wieder Lags zu machen. Und ich werde mal kurz schauen, was das denn ist. Hey, der Boden hat sich bewegt. Wow, interessant. Dieser Ort muss etwas mit Ifrit zu tun haben. Wie auch immer, lasst uns alle Fackeln anzünden, an denen wir vorbeikommen. Okay. Na klar. Auch wenn das jetzt gar nicht von Sushimaru geklaut war mit dem Na klar, aber egal. Also, bis gleich. Ach, die Lags sind weg. Okay, dann kann ich ja weitermachen. So. Stirb, du Vogelviech, du. Zwei Phönixe. Wow. Keine Ahnung, ob die... What? Was macht dieses... Okay. Du bist Erster. Wie viel Damage macht der denn? Der hat mir gerade 340 aufs Mal reingehauen. Sonic Thrust! Sword Rain! Stirb! Und du da oben. Du musst auch krepieren, bitte. Danke. Auch wenn du noch nicht krepiert bist. Aber jetzt. Du krepierst ebenfalls. Boah, so langsam. Ich weiß nicht, was ich geändert habe an der Art, wie ich kämpfe, aber plötzlich werde ich nicht mehr von allem umgehauen und verliere elendig viel Leben. Roter Quarz und Wasser des Lebens haben wir bekommen. Wow! Und wir haben wieder unsere Grade verbessert um 0,86. Speicherkristall gefunden. Ich meine mich daran zu erinnern, dass man auf dem Boden dann wieder so halb verdeckte Speicherkreise findet. Mit einem Speicherkristall kann man diese Speicherkreise dann schließlich aktivieren.
sodass man sie als Speicherpunkte verwenden kann. So wie es aussieht, kommen wir da drin nicht weiter, wollte ich gerade sagen, aber wir wollen natürlich gegen Würmer kämpfen, wo gar keine Würmer dabei sind. Warte mal, das Vieh da hinten macht gleich wieder so viel Schaden. Ah, da kann ich nichts dagegen tun, vor allem stehen hier die ganzen Skorpione im Weg. Ah, was leckt hier immer so? Ich muss nach dem Kampf definitiv mal was probieren. Aber das lässt sich auch nach dem Kampf erledigen. Außerdem habe ich, glaube ich, sowieso etwas vergessen, was ich nach dem Kampf noch machen kann. Kraftschub. Ja, ich bin nur noch nicht hinter das System gestiegen, wenn ein Charakter nur einen Kraftschub erhält. Allerdings macht es mich stärker, also würde ich nicht meckern. Stirb. Und du da vorne, du Vieh mit Öffnung vorne. Sieht aus wie so eine fleischfressende Pflanze, die hüpft. Ja, okay, fleischfressende Pflanzen nenne ich die Viecher in Zukunft, auch wenn sie wahrscheinlich überhaupt keine Pflanzen sind. Und ich labe im Moment mal wieder massenweise, während wir ein Wundermittel finden. So, eine kleine Sekunde. So, mal schauen, ob das jetzt geholfen hat. Ich hoffe es zumindest mal. So, weg mit dir. Da rein müssen wir. So. So, 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 so. So, jetzt müsste aber alles wirklich klappen, sonst werde ich hier noch verrückt. Da ist übrigens ein Stein und den Stein können wir ganz sicher nicht dahin schieben. Ja. So. Schieb, 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 schieb. Danke sehr. Dafür, dass ich wahrscheinlich leichter hochlaufen kann. Geht doch. Woher ich das bloß wusste? Tja. Und diese, Säulen, die haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, vorhin hier hochgeschoben. Hoffentlich ist da jetzt nicht auch wieder so eine komische Kiste. Und genau, was ich vergessen habe. Wow, 1000 Gold? Abartig, nice. So, Status, Rain. Ich glaube, die hat noch einen Titel bekommen. Archäologentick, TP und Int verbessert. Wusste ich doch. So, genau das wollte ich tun. Wir haben Gold bekommen und so weiter. Und da oben, seht ihr das? Ich würde jetzt mit dem Finger drauf zeigen, wenn ich kein Video aufnehmen würde. Da oben links im Bildschirm gerade, da ist so ein halb verdecktes Speichersymbol. Und da könnten wir rein theoretisch den Speicherkristall anwenden und... Stirbwurm! Und damit unseren Speicherpunkt freischalten. Du da hinten, krepierst zuerst. Hey, nicht mich angreifen, Skorpionchen. Sonic Thrust! Sword Rain, das... Ey. Da will man Sword Rain machen und dann schlägt man in die Luft. Oder wird unterbrochen. Aber was auch immer. Krepiert bitte. Sonic Thrust! Ich will, da gab es so eine coole Attacke, wo man hochhüpft und, in der Luft irgendwie drei Schläge ausführt. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die will ich unbedingt haben. Die ist richtig toll. Und jetzt haben wir wieder mal gewonnen und erhalten ein Wunderheilmittel und 0,52 Bonus auf unsere Grade. Also, und mal wieder zwei Truhen. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder so eine Truhe, die uns nach dem Leben trachtet. Nee, armreif. Können wir die uns irgendwie anziehen? Ausrüstung? Giftblocker. Geil, her damit. So, armreif. Nee, da ist nix. Dann mal hier. Ja, Genius kann armreif anziehen. Allerdings würde ich den lieber Rain geben, weil Rain ist wichtiger, die heilt. Ich bin wichtig als Lloyd und Rain ist wichtig. Und die anderen, die sind alles so ein paar Mitläufer, die halt so ein bisschen leechen. Die kriegen von uns hier alles gemacht. So, du Vogelgegner. Lass uns ein bisschen leveln. Ich muss kämpfen jetzt einfach. Aus Prinzip. We can do it. Natürlich können wir das. So, Phoenix. Phoenix Wright. Haha, der war nicht lustig. Attacke, Attacke, Attacke. Attacke, 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 Attacke. Stirb, du hüpfende, fleischfressende Pflanze, die dich gerade in eine Kugel verwandelt hat, um meine Attacken abzublocken, was nicht geklappt hat. So. Ey, wenn ihr euch fragt, woher ich heute so viele und schnelle Worte nehme, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Mich wundert das auch. Und 1,04 zu unserer Grade hinzugefügt. Wow. Vielleicht machen wir ja nochmal zweites Durchspielen mit ganz vielen Grade-Bonuspunkten. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, das reicht, wenn wir das so durchspielen. Wenn es irgendwelche Extras gibt beim zusätzlich durchspielen, mal schauen, vielleicht werde ich da ja... Was ist das für ein Gegner überhaupt? Der sieht komisch aus. Wenn wir das durchspielen und es irgendwelche Bonusdinger gibt, werde ich vielleicht noch ein bisschen was draus zeigen, aber bin mir nicht sicher, da will ich nichts versprechen. What? Was ist das? Die können Flammenwerfer. Flammenwerfer ist nicht toll. Autsch. Ey, wenn die großen Viecher und dieses Elementarding auf mich draufrotzen, dann gibt das ordentlich Schaden. Ey, das geht ja mal gar nicht. So.
Aber schwach sind sie trotzdem. Diese Feuerkugeln sind, glaube ich, immer noch die stärksten, weil die schießen mit ihren drei Feuerbällen einfach mal dreifach 40 plus Schaden auf mich. Das geht gar nicht in Ordnung. So. Roter Quarz. Minus Great. Ich will keine Minus Great. War das das erste Mal in diesem Spiel? Wie auch immer. Minus Great ist schade. Okay, da muss ich dann also wahrscheinlich diese Box hinlegen. Ich habe wahrscheinlich komplett vergessen, alle Fackeln anzuzünden, die wir gefunden haben. Das kann ich gleich mal nachholen. Sobald wir diese Box in diese Büchse, Buchse, was auch immer, Lücke geschoben haben. Ah, Fackel! Ach, da vorne war noch eine Fackel, die wir anzünden hätten können. Wobei, die wir nicht hätten anzünden können, weil jetzt ist da und da ist eine Kiste und bitte töte mich nicht. Stiletto, was ist denn das? Kann das... Ich denke mir fast, dass das für Kratos ist, das Schwert. Jo. Ein 90 cm aus Eisen langes, gefertigtes Schwert trägt er gerade. Und dafür kriegt er jetzt ein Stiletto, eine Klinge, die aufgrund ihrer kompakten Größe leicht zu verwenden ist. Ja, nimm mal. Allerdings ist das mir trotzdem schitte egal. Weil... Ist das Ja, das Moomai ist besser, wieso benutze ich das nicht? Ein sehr scharfes Schwert, sein Schmied ist unbekannt. Na, dann benutzt man das. Die Ritterklinge, die wir vorher hatten, was hatte die? Ein Säbel für die Ritter des Königs. Naja, von dem unbekannten Schmied ist das Schwert natürlich besser, wie von dem Ritter des Königs. Ganz recht. Yeah. Ja. Ihr seht, ich booste gerne. Ich mag Ironie, ich mag Sarkasmus. Wow. Ey, die Fackel da unten haben wir vergessen. Egal, wir kommen da hoch irgendwie. Okay, warte mal. Wartet mal. Ich muss gerade mal überlegen. Das Ding müssen wir auch noch nach oben bewegen irgendwie. Ich glaube, wir müssen, können wir da unten von der anderen Seite irgendwie hinlatschen, sodass wir da auf den Speicherkristall draufkommen? Muss gerade überlegen. Kann ich die Fackel auch irgendwie wieder ausmachen? Ich glaube nicht, ne? Nö, geht nicht. Gut, dann müssen wir uns wohl damit abfinden, was wir hier geschaffen haben. Weil da hinten war auch noch irgend so eine Fackelbuchse, die ich nicht, angezündet habe. Nein! Wie auch immer. So. Die Kiste da oben öffnen wir nie. Niemals. Ach, und was ich ganz vergessen habe, ich glaube, ich hätte letztes Mal gar nicht sterben müssen. Wozu gibt es denn eine Fluchtoption in diesem Spiel? Ach, und wenn ich mich nicht irre und es tatsächlich eine Fluchtfunktion gibt, vielleicht bin ich auch total bescheuert und denk mir einfach nur, dass es eine Fluchtfunktion gab und die gibt es gar nicht. Boah, jetzt machen wir schon jetzt machen wir schon 80 Schaden mit unseren Schlägen. Das ist ja mal übel. Die Gegner krepieren sowas von derbe. Salt Rain! Ich finde es echt lustig, wie unsere normalen Schläge um einiges mehr Schaden machen als unsere Skills. Das erinnert mich irgendwie an ein schlechtes Online-Rollenspiel namens Flife, in dem auch die Skills irgendwie meistens, zumindest meistens, ich muss zugeben, dass es nicht immer so ist, meistens mehr Schaden machen wie, weniger Schaden machen wie automatische Angriffe. Und es laggt schon wieder, keine Ahnung wieso, sag mal, liegt das an meiner Wii oder was? So, prüfen, Speichersiegel brechen, auf jeden. Und da können wir speichern, habe ich es euch nicht gesagt? Tada! Speichern war erfolgreich. Auf durch den Teleporter! Hurra! Wo sind wir denn hier? Sieht mir verdächtig nach einem Altar aus. Zwischensequenz? Hallo? This place is also built with Magi technology. Absolutely fantastic. What the? What? This isn't our day. Ooh. Erstmal die Viecher, ja. Die macht mir 80 Schaden hier rein. Krepier, du komisches kleines Ding da, Ey, hallo. Ich mach dem nur halben Schaden irgendwie. Was soll denn das? Aber ich kann, glaube ich, nicht die Ziele von meinen Verbündeten auf die kleinen Viecher setzen. So, wie auch immer, du da hinten krepierst auch jetzt. Colette, du kriegst eine Heilung von, ach, nee, Genius castet gerade Magie. Das heißt, du heilst dich mal selber. Gib dir mal ein... Was ist denn das hier? Gib dir mal ein Apfelgel. So, hallo. Ja, gut geht. Ich brauche auch gleich mal eine Heilung. Danke, Roy. Du hast mir gerade...